jetzt langsam aber sicher hat unsere Tabelle ein bisschen an Volumen gewonnen. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann, vor allem, es nervt mich, dass die oberste Zeile immer wieder verschwindet. Und darum gehe ich auf in die zweite Zeile, F2, jetzt beziehe ich Position, weil ich möchte immer das Monat, Nummer, Datum, Tag, Kalenderwoche, Monat immer ersichtlich bleibt, wenn ich nach rechts sause und oben die erste Zeile ebenfalls ersichtlich bleibt. Und wenn ich da F2 Position bezogen habe, dass alles, was links von mir steht, bleibt ersichtlich und alles, was drüber über mich steht, bleibt ersichtlich. Und jetzt gehe ich auf Ansicht und ich sage Fenster fixieren. Und jetzt schauen wir mal, jawohl, das funktioniert. Und wenn ich das vergrößere und nach rechts ziehe, das funktioniert auch. Diese, alles, was vom F2 links war, also die Spalten A bis E vor F, und alles, was drüber war vor 2, also Zeile 1, das bleibt ersichtlich. Das funktioniert. Cool. Das freut mich sehr. Und jetzt, ich habe ein kleines Problem, glaube ich, noch mit... mit manchen Zahlen. Weil sie nicht so korrekt formatiert sind. Ja. Ich markiere Spalte F, H, J, L und N und ich sage via Start mit 3.0 formatiere das alles mit Rappenstellen. Und dann sieht es schon besser aus. Ja. Zack. Ich mache dann noch fetten Rahmen rundherum. Und was mir noch wichtig ist, ich möchte schauen in diesem Bereich bei Umsatztotal, an welchen Tagen haben wir mehr als zum Beispiel 20.000 Franken Umsatz gemacht. Ich markiere die Zahlen, ich gehe auf bedingte Formatierung, Regeln zum Hervorheben von Zellen und ich sage, so, zeig mir, wenn ich zack, größer als 20.000 sollte es grün werden. Oh, 20.000 ist ein bisschen zu wenig. Machen wir größer als 30.000 sollte grün werden. Ja? Das ist noch zusätzliche Hilfe. Und das bringt mich auch später weiter, weil ich nach Farbe filtern kann. Ja? Und jetzt möchte ich noch Folgendes machen. Ich möchte noch schauen, wie viel Umsatz wurde im September und wie viel im August gemacht. Und jetzt, wir können das auf zwei Art erreichen. Wir können auf mehreren Wegen das Ganze erreichen. Aber jetzt auf dieser Stufe mache ich Folgendes. Ich beziehe Position unten und ich schreibe mir hier Summe, Anzahl und zwar Summe August und Summe September. Das kopiere ich da unten und jetzt ich gehe bei da Umsatztotal und ich sage Folgendes. Lieber Computer, machst du mir Summe, aber das ist eine Summe, wenn. Und jetzt sucht hier beim Monat
spalte E, nach dem Ausdruck August. Und zähle mir später den Umsatz total zusammen. Enter. Und jetzt sehe ich, dass im August habe ich 914.709 Franken gemacht. Machen wir nochmals. Summe, wenn, Spalte E, schau mal, ob da September steht, also das da. Und jetzt Summebereich, in diesem Bereich suchst du und machst du. So, das sind 873.000. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Wenn ich da September schreibe, sollte sich die Zahl anpassen, genau auf gleichen Zahl, auf gleiche Zahl. Und das macht's. Mache ich da August, kommt Augustzahl, Augustzahl, Septemberzahl. Schaue ich nach Mai, sagt mir, nicht gefunden. Funktioniert's. Und jetzt analog zu Summe gibt es noch eine Funktion Zählen wenn. Und jetzt muss ich sagen, zähle mir hier, wie oft kommt der Ausdruck August? 31 Mal. Ich blende mir das kurz ein. Und jetzt nochmals Gleichzeichen zählen wenn in Spalte E Ausdruck September. Und die Schätze sollten 30 Mal sein. Jawohl, das ist es. Jetzt kann ich die beiden Funktionen wieder mal aktivieren. Und das ist gut so. Und jetzt kommt etwas noch. Ich will den Umsatz total, Umsatz total, nicht in Franken, sondern ich will das in Euro haben. Und den Umsatz total will ich auch in US-Dollar haben. Und jetzt weiß ich, dass die Kurse da sind, auf diesem Blatt. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich rechne direkt. Ich sage, ey Computer, schau mal, rechne die Franken geteilt durch den Währungskurs Euro. Und das funktioniert. Das ist N2 aus Stammblatt, aus Tabelle 1, mal Feld B2 aus dem Blatt Währungen. Enter. Nicht zurückgehen, sondern jetzt Enter. Und das funktioniert, das sind 27.000 Euro. Bloß, wenn ich das nach unten ziehen möchte, dann wird das nicht funktionieren, weil der Computer, der macht da N3, N4, N5 und das funktioniert. Ja? Aber diese Bezugswährung B2, B3, B4, das ist Quatsch. Es muss immer fix B2 sein. Ja? Und jetzt, wie fixiere ich das? Ich muss bei dieser Berechnung, wenn ich auf B2 gegangen, wo ich auf B2 geklickt habe, sollte ich Taste F4 drücken. Es erscheint ein Dollarzeichen, das ist Fixierung des Bezuges. Enter. Wenn ich das jetzt nach unten schieße, dann wird das okay sein. Also das funktioniert so, dass ich nehme den Grundbetrag geteilt, oder mal je nachdem, wie wir den Kurs gestellt haben, mal den Kurs und den Kurs mit F4, Taste F4 fixieren. Es erscheint Dollarzeichen und ist gemacht. Und wenn ich jetzt Umsatz in Pfund mache, das ist immer noch der Frankenbetrag geteilt durch Währungen, Pfund, F4 und tschüss. Zack, zack. Runter. Und jetzt kann ich noch schnell alle Rahmen, da dicken Rahmen der ersten Zeile. Und wir haben es. Wir haben es. Ja. Jetzt kann ich noch hier schreiben Auswertung.
Auk. Sepp. Und damit mir niemand rein buttert da bei Währungen, kann ich rechte Maustaste ausblenden. Die Tabelle funktioniert als Quelle, aber nervt nicht oder ist nicht ersichtlich. Ja? Und das ist der nächste Schritt.